Die Stimme für Erfolg, Episode 055. Du hörst heute den zweiten Teil des Interviews mit Hildegard Ritter über die Atemtypenlehre. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Genau, und der dann geht es natürlich klar mit dem Ausatmen, wird gesungen. Und dabei, wenn ich eben richtig stehe, muss ich gar nichts tun, dann bleibt der Brustkorb automatisch weit. Und wenn ich zwischenatme, ist es auch mehr oder weniger reflektorisch, aber es ist etwas aktiver als das, was der Ausatmer dann macht. Genau. Ja, interessant. Ja, also wie gesagt, es bleibt wahrscheinlich für die Zuhörer ein bisschen abstrakt, weil es ist wirklich so eine Sache, die... Wenn man die Terminologie nicht versteht und jeder hat so eine Spezialterminologie, die er verwendet für Atemgefühle oder seine Atemgewohnheiten, die er hat oder auch seine Ausbildung. Mhm. Jeder hat eigene Terminologien und oftmals meint man dasselbe und drückt es ganz anders aus. Und manche berücksichtigen das auch intuitiv, dass diese Atemtypen auch leben dürfen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube schon, dass 80% das nicht intuitiv berücksichtigen, sondern dass es schon dann Präferenzen für eine Richtung gibt. Mhm. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass ich habe halt viele Einatmer-Schüler, die andere Techniken gelernt haben. Und dadurch, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Beckenbereich, also wir sollen das Becken loslassen und lösen. Das ist zum Beispiel was mir die Lebenskraft nimmt, weil ich brauche da eine Festigkeit und einen Halt. Ja. Das ist einfach eine Unterstützung. Becken, genau. Und manche ja unsere Powerzentrale im Grunde, sage ich immer, ne? Weil da stehst du, da kommt die Kraft her. Ja, und natürlich gibt es verschiedene Kräfte da auch wieder. Die einen gehen mehr in die Weite, die einen Kräfte, und die einen gehen mehr in das Verengen. Ja. Und auch da ist es immer wieder so. Es ist immer ein Wechsel. Es ist immer ein Wechsel. Auf jeden Fall. Ja. Es ist ein Wechsel zwischen Verengung und Weite und zwischen Stabilität und Beweglichkeit. Mhm. Und meine Erfahrung ist halt, dass man das machen kann, diese Sachen, oder man kann es geschehen lassen. Und dieses Geschehen lassen funktioniert nur, meiner Erfahrung nach, wenn ich in dieser Organisation von diesen beiden Atemtypen bin. Dann kann ich es geschehen lassen und sonst muss ich es machen. Das ist für mich der Unterschied. Muss nicht schlecht sein, das Machen. Das funktioniert auch bei manchen Leuten ganz gut. Aber mein Ansatz ist sowieso das Zulassen, Geschehen lassen, dieses funktionalen Gesangs. Und da passt es eben gut dazu, dass sich diese Selbstorganisation einstellt und dass ich eben nicht machen muss. Ja, interessant. Ja. Hildegard, es gibt ja gerade für die Atemtypenlehre doch auch einige Kritiker. Mhm. Wie geht ihr damit um? Was sagt ihr da, wenn die sagen, ich weiß nicht, das ist Humbug oder das ist esoterischer Quatsch und Sonne und Sterne und was weiß ich? Genau. Ja, also kommt immer drauf an, wer kritisiert und was kritisiert wird. Also wenn jetzt ein normaler Mensch, der das einfach nur mal so hört, dann sagt, ja, das ist ja Quatsch oder so, und ich unterhalte mich mit dem, dann sage ich, ja, das verstehe ich, dass du das denkst, weil eigentlich hätte ich das auch gedacht, und ich finde es auch immer noch total seltsam, dass es so ist. Also ja, ich muss sagen, ich verstehe die Kritiker in dem Punkt. Aber was ich nicht so gut finde, ist, die kritisieren eigentlich nie diese praktische Arbeit, die wir machen, oder sie erforschen oder untersuchen auch nicht die Auswirkungen auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, sondern sie kritisieren einfach, ja, erstmal diese Grundlage, dass das nicht sein kann mit Sonne, Mond und so weiter. Und dann kritisieren sie natürlich die klischeehaften Beschreibungen, die in den Büchern auch sind, das ist klar, die kritisiere ich selber auch, aber das waren halt teilweise Bücher einfach aus dem Anfang und um überhaupt irgendwie so mal so ein Bewusstsein zu schaffen. Aber jeder, der mit der Atemtypenlehre arbeitet, weiß, dass das Klischees sind und dass der lebendige Mensch anders funktioniert.
Und was ich noch sehr unfair finde von den Kritikern, sie unterstellen den Leuten, die die Atemtypenlehre anwenden, dass sie blauäugig seien und irgendwie völlig unkritisch einfach irgendwas anwenden, was ihnen da vorgekaut wird von der Lehre. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wer das anwendet, das sind einfach Gesangspädagogen, Leute, gestandene Frauen und Männer, die schon vorher gesungen haben selber oder Gesangsunterricht gegeben haben und die einfach als zusätzliche und als Bereicherung ihrer Arbeit, als Erweiterung ihres Horizonts diese Atemtypenlehre verantwortungsvoll benutzen. Und ich finde das nicht in Ordnung eigentlich. Also Kritik finde ich gut, ich habe selber eine ganze Menge zu kritisieren, eben, dass manche Leute es auch klischeehaft anwenden, dass die Bücher klischeehaft sind, ohne dass das vielleicht... Was verstehst du jetzt unter Klischee? Ja, dass man sagt, ja, die Einatmer, alle Einatmer sind früh, sind spät Menschen und alle Ausatmer sind früh Menschen und alle, was weiß ich, alle Einatmer essen nur Butter und tierische Fette und so weiter, also Zuschreibungen zu den Atemtypen, die gemacht werden, die teilweise stimmen, aber eben teilweise auch sehr grob sind und sehr eben als Klischee. Ja, ja. Und das kann natürlich angegriffen werden, weil wenn ich dann einen Einatmer treffe, bei dem das nicht so ist, dann kann ich sagen, ja, schau mal her, die Lehre ist ja falsch. Mhm. Und in der Lehre selber ist es halt so, dass auch oft Sachen durcheinander gewürfelt werden, dass dann sozusagen optimal Zustände, also die Einatmer sollten vielleicht tierische Fette essen, weil das für ihren Stoffwechsel gut ist, wird dann einfach umgewandelt in er tut das oder er bevorzugt tierische Fette. Also es werden Ist- und Sollzustände vermischt und dadurch entsteht natürlich einfach ein Durcheinander, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Missverständnisse, finde ich sehr schade. Und wie gesagt, ich bin dafür, dass die Leute auch skeptisch sind und auch genau hingucken, wer wendet es an, wie wendet er es an und was hat der sonst noch für Erfahrungen oder wie fühle ich mich da aufgehoben, wird mir was übergestülpt oder werde ich gesehen in meinem So-Sein. Ja, also das sind alles so Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man das anwendet. Aber ich selber gehe mit der Kritik eigentlich... Ja, es hat mir schon Angst gemacht, weil ich arbeite natürlich damit und ich weiß, dass es was sehr Wertvolles ist und sein kann in der Arbeit. Und ich fühle mich da gar nicht gesehen von dem, wie die Kritiker die Atemtypenlehre beschreiben. Das ist für mich so, da erkenne ich gar nichts wieder. Mhm. Diese haben sich alle Punkte rausgesucht, die auch bei uns Therapeuten diskutiert werden und strittig sind und tun so, ob die Lehre hauptsächlich aus diesen Dingen bestehen würde und ansonsten nur ein Konstrukt sei und völlig abgehoben und weltfremd und einfach, wo man die Leute reinpressen würde in so Klischees. Ja. Und es stimmt einfach in der Praxis definitiv nicht. Wie lange arbeitest du schon damit? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren? Ja. Also ich habe es 1995 kennengelernt und dann habe ich erstmal für mich selber eben im Theaterbereich ausprobiert damit und da fand ich das schon toll, weil ich dadurch ein besseres Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes bekommen habe, mir meiner selbst bewusst sein in dem, wie ich bin. Ja? Und dadurch konnte ich auch besser mit anderen arbeiten, weil ich einfach verstanden habe, die drücken was anders aus, aber ich darf das auf meine Art machen. Zum Beispiel Anweisungen von Regisseuren oder Dirigenten oder so, wo ich vorher dann manchmal dachte, hä, ich kapiere es nicht und ich versuche da immer was zu machen und der sagt immer nee und es kommt nicht rüber und so. Und dann habe ich plötzlich für mich einen Weg gefunden, ja, wenn ich es auf meine Weise mache, das darf ich, dann sagt der andere auch, ah ja, jetzt kommt die Energie. Stimmt. Genau. Und darum geht es eigentlich. Das habe ich schon ganz vom Anfang an gemerkt und habe aber damit noch nicht unterrichtet, erst nach ungefähr 4 Jahren, wo ich das selber angewendet habe und einfach gewusst habe, dass es was Tolles ist, was ich auch den Leuten, dass ich denen was Gutes tun kann damit und nicht irgendeinen Quatsch, den ich denen aufs Auge drücke, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen soll. Also so kommt das oft rüber in der Kritik, weil ich sonst nicht weiß, wie man singt und kein gesangspädagogisches Konzept habe, brauche ich die Atemtypenlehre, damit ich mein Geld verdienen kann. Ja, so, das ist jetzt der Rundumschlag, den die Kritiker in der Regel oft machen. Ja.
Genau. Naja. Also diese bestimmten Kritiker. Ja. Skeptische Menschen finde ich wunderbar, finde ich super, weil ich bin auch total skeptisch und ich hinterfrage alles, auch innerhalb der Atemtypenlehre täglich hinterfrage ich, stimmt das und ich überprüfe das immer an den lebenden Menschen. Ich hole mir Feedback ein und tausche mich aus, auch mit anderen, die es anwenden. Ja. Und ja, wie gesagt, wir, die wir damit arbeiten, stellen einfach fest, es befruchtet und es entsteht in der Arbeit eine sehr schöne Lebendigkeit und Freude bei den Menschen, weil es dann nicht mehr so anstrengend ist alles. Man muss ja nicht mehr so rumkämpfen und sich so irgendwas aneignen, was einem nicht entspricht. Richtig, ja. Wie lange dauert das denn so in der Regel, bis ein Mensch ja so auf diese Lehre anspringt oder auf die Methode, sagen wir mal so? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, wenn die zum Beispiel noch nie Unterricht hatten und noch nie irgendwas mit Atem oder Stimme gemacht haben, dann ist es so, die können einfach so sein, wie sie sind und ich unterstütze die darin und dann ist es ganz leicht. Und wenn jetzt jemand kommt, der was anderes vorher gelernt hat, dann kann es erstmal so ein bisschen dauern, bis er das wahrnehmen kann, aha, bis jetzt habe ich das gemacht und dann biete ich ihm was anderes an, also was vielleicht meiner Meinung nach seinem Atemtyp mehr entspricht, dann probiert er das aus und oft stellt sich sofort unmittelbar ein Gefühl ein, ah, das ist ja ganz anders, aber das ist irgendwie, da berührt das was in mir, das ist irgendwas, ja, wo ich denke, da bin ich neugierig drauf. Und wenn die Menschen dafür offen sind, dann kann es auch relativ schnell gehen. Allerdings antrainierte Muster dauern länger, bis man die weg hat. Das kennst du sicher auch. Ja, also ich würde sagen, jahrelang eigentlich. Also bei mir selber hat es jahrelang gedauert, bis ich alle Muster, die nicht nur vom Unterricht kamen, sondern auch meine eigenen Vorstellungen davon. Ich mache meinen Lehrern auch gar keine Vorwürfe, weil jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen unterrichtet und alles hat dazu gehört, um mir Werkzeug für meinen Weg mitzugeben. Also das finde ich toll, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber man muss immer wieder alles hinterfragen und schauen, stimmt's noch? Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie stellst du denn fest anhand des Geburtsdatums, ob das jetzt ein lunarer oder ein solarer Typ ist? Ja, genau. Also wie gesagt, der Erich Wilk hat das an diesem Geburtsdatum festgemacht und hat da so eine Berechnungsmethode entwickelt und hat gesagt, okay, ich habe beobachtet, dass wenn Vollmond ist, dann nur Einatmer geboren werden, also vor allem Vollmond im Winter, weil im Winter wenig Sonne ist und viel Mond und im Sommer umgekehrt, wenn am 21. Juni ganz viel Sonne ist und bei Neumond, dann wird immer dieser Atemtypus Ausatmer geboren. Also versuche ich das in eine Berechnung, ja, nicht zu pressen. Aber da muss man die Geburtsstunde auch wissen, oder? Nicht unbedingt. Wenn das weit genug auseinander ist, diese beiden Energien, muss man es nicht wissen. Also eigentlich Tag, Monat, Jahr ist wichtig. Und dann wird das berechnet. Also diese Programme, die wir da haben, die rechnen mit NASA-Daten von Sonnen- und Mondstand. Und dann wird eben berechnet, also bei Vollmond ist es 100% und dann wird jeden Tag so eine gewisse Zahl abgezogen, bis zum Neumond 0% und dann bei der Sonne ist es am 21. Juni die 100 und am 21. Dezember 0% und dadurch also gibt es für jeden Geburtstag eine Mondzahl und eine Sonnenprozentzahl. Das sind alles Annahmen. Also wie gesagt, das hat er halt so entworfen und dann anhand dieser Berechnung natürlich immer wieder überprüft, stimmt das jetzt oder nicht. Dazu muss man sagen, er hat natürlich nur mit Menschen gearbeitet, die in Deutschland, Österreich, Schweiz waren, also in unseren Breitengraden. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die Berechnung stimmt in diesen Breitengraden, aber Richtung Äquator oder Richtung Süden ist ja die Sonne ganz anders oder Richtung Norden, Nordpol auch ganz anders. Also ich würde sagen, in unseren Breitengraden, also zwischen 40 und 60 Grad Breite, haut es hin, denke ich, mit der Berechnung. Aber ich prüfe das immer auch noch zusätzlich. Also ich berechne den Atemtyp und dann steht da, ja, dieser Mensch ist zum Beispiel ein Atmer. Und dann mache ich mit ihm verschiedene Tests. Dann schaue ich, dann lasse ich, weil man kann das auch zum Beispiel an dem Gang erkennen, also wie jemand geht, joggt oder hüpft.
Aha. Ja, da mache ich dann so Tests und lasse den einfach im Raum so auf und ab gehen, so hin und her. Und dann gucke ich mir an, was der für eine Gangart hat. Also wie bewegt er seine Beine und was hat der da so für einen Impuls und so. Und dann lasse ich ihn zum Beispiel hüpfen und dann dazu zählen, laut. Also dann gucke ich, ob er zum Beispiel zählt, wenn er abspringt oder zählt, wenn er auf dem Boden landet. Aber das sind alles keine hundertprozentigen Sachen. Aber wenn ich jetzt sehe, der ist Einatmer und ganz viele von diesen Tests deuten auch darauf hin, dass das ein wirklicher Einatmer ist, dann ist der eben Einatmer. Und was machst du mit Mischtypen, die so auf der Mitte geboren sind? Ja, genau. das stimmt. Bei denen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich tatsächlich oftmals so von beiden oder irgendwas dazwischen machen und sich im einen oder anderen Typ, vor allem wenn sie in diesem Mach-Modus sind, ich mache, da können sie in dem einen und in dem anderen ganz gut ihre Sachen machen. Aber wenn ich sie beobachte, sehe ich das fast immer auch, welcher Typ sie sind. Also es gibt schon immer eine führende Energie, sagen wir dazu. Also einen Atemtyp, der führt. Und das sieht man oft wirklich auch beim Gehen. Machst du das so unterwegs auch mal, wenn du Menschen siehst, so im freien Leben, ohne Unterricht, dass du Leute siehst, denkst, klar, das ist ein Einatmer? Ja, genau, das mache ich ja ständig. Müsste das man ja eigentlich mich, dann sich Man müsste sich das Geburtsdatum geben lassen. Genau, aber daraus lerne ich ja nicht, sondern ich gucke zum Beispiel ganz viele YouTube-Videos an und von den meisten Künstlern oder Sportlern oder Sängern, also Prominenten, kann man ja bei Wikipedia das Geburtsdatum kriegen. Ob es stimmt, weiß man natürlich nicht, aber sagen wir mal, gehen wir jetzt mal davon aus, es stimmt. Dann kann ich zum Beispiel die beobachten und dann versuche ich das einzuschätzen und dann schaue ich nach, hat es gestimmt, hat es nicht gestimmt. Und dann, wenn ich merke, ja, das hat jetzt gar nicht gestimmt, dann hinterfrage ich mein Konzept. Wieso dachte ich jetzt, der ist jetzt Ausatmer oder und da ist aber Einatmer. Dann hinterfrage ich erstmal mein Konzept und dann gucke ich natürlich auch noch einfach, wenn der jetzt nur gesessen ist, da kann man nicht so viel sagen. Also am meisten kann ich wirklich sagen, wenn sich ein Mensch bewegt und wirklich geht, ohne sich beobachtet zu fühlen auch, weil das ist auch wieder sowas, wenn ich Leute austeste, dann machen die ja manchmal die Sachen irgendwie verkrampft, weil klar, das ist ja peinlich, ich stehe da und gucke, ich starre die irgendwie an und dann gehen die ganz seltsam und dann sage ich, ja, geh noch 2-3 Mal und ich gucke gar nicht mehr hin. Oder ich sehe, wie die die Treppe rauf und runter gehen bei mir, wenn die ins Studio kommen und dann sehe ich das auch schon zum Teil. Also und in den 20 Jahren bekommt man natürlich einen ganz anderen feinen Blick als am Anfang. Also ich achte nicht so auf so Klischees und ich merke auch, wenn jemand besonders dem Klischee entspricht, also fast auffallend wirklich dem Klischee entspricht, ist es oft jemand, der eigentlich im Gegentyp ist. Echt? Ja, weil etwas Gemachtes oder Nachgemachtes wirkt dann irgendwie, also wenn jemand besonders so geht, wie eigentlich Einatmer gehen, also dass ich das Gefühl habe, der geht jetzt extrem fersenbetont zum Beispiel, dann habe ich oft festgestellt, das ist ein Ausatmer, der aber aus irgendwelchen Gründen vielleicht von den Eltern abgeguckt oder wie auch immer in diesem Modus ist, dass es für ihn gar nicht stimmig ist. Aber trotzdem, wenn ich nach Klischees gehen würde, würde ich es dann dem Einatmer zuordnen. Ja, interessant. Also das ist ein sehr komplexes Feld. Du bist ja in einer Forschungsgruppe. Ja, genau. Also, was macht ihr denn da? Aber es ist eigentlich natürlich keine wissenschaftliche Forschungsgruppe und wir machen auch jetzt keine Grundlagenforschung, indem wir dann Sachen dokumentieren oder so, sondern es ist eher so, wir erforschen den Umgang mit den Atemtypen. Also wir sind 6 Leute, 3 Einatmer und 3 Ausatmer und das sind alles Sänger, Logopäden, ein Yogalehrer und Sänger und Gesangslehrer und die kommen aus einer anderen Ecke als ich. Also ich komme ja von dieser Terlosologie-Ausbildungsecke und die sind alle eher von Renate Schulze-Schindler. Die haben da Kurse oder auch Ausbildungen gemacht und dann bringen wir diese Sachen zusammen, weil die haben wieder andere Aspekte, die da ganz interessant sind und wir tauschen uns aus und wir geben uns dann zum Beispiel verschiedene Fragestellungen. Ein Thema war zum Beispiel mal Konsonantenartikulation. Oh, ja. Wie ist die bei Ein- und Ausatmen unterschiedlich oder die Vokalartikulation? Und dann haben wir das an uns selber ausprobiert, also da experimentiert und dann so ein Konzept entwickelt und da haben wir auch mal, also eine solare Logopädin, die auch dabei war, jetzt nicht mehr ist, aber
die Barbara Kleesattel, mit der habe ich ja mal beim BDG eine Fortbildung auch gegeben über diese Konsonantenartikulation. Nee, ich glaube, du warst bei dem Vortrag. Genau, du warst bei dem Vortrag. Aber diese Artikulationssache, das ist nochmal speziell. Ah ja. Genau. Und was wir auch machen, zum Beispiel testen wir gemeinsam eben solche, wie du sagst, Mischtypen, wir nennen das Fragezeichen-Typen aus. Und weil das ist ja manchmal schwierig, weil man alleine ja vielleicht so einen eingefahrenen Blick hat und wenn dann 6 Leute drauf gucken, der eine sieht das, der andere sieht das und dann haben wir auch schon 2 oder 3 Probanden da gehabt, also Leute von entweder unsere Klienten oder so, wo wir einfach wissen wollen, dass nochmal jemand anders draufschaut oder wenn wir uns nicht sicher waren, dass der von der Gruppe nochmal ausgetestet wird. Und da haben wir so ein Verfahren entwickelt, was ganz witzig ist und viel Spaß macht, weil es geht einfach auch darum, dass der geht und läuft und dann läuft immer einer von uns mit, also ein, wo klar ist, lunarer, neben dem Auszutestenden. Und dann sieht man auch zum Beispiel, gehen die unterschiedlich oder gehen die ähnlich? Und dann mit dem anderen, also der Vergleich mit dem anderen. Und genauso das mit dem Hüpfen oder Treppensteigen machen wir dann so im Vergleich untereinander. Und dann ja, ist es ganz schön auch zu sehen, dass es den Probanden dann auch Spaß macht, sowas, weil wir auch mitmachen und wir gucken dann nicht nur, sondern wir beteiligen uns an dem Ganzen. Und ein ganz schönes Erlebnis hatten wir kürzlich, da hat eine Atemtherapeutin, eine Klientin von sich mitgebracht und sie sagte, die ist so eng beieinander, ich weiß wirklich nicht, ob die Solar oder Lunar ist. Die Therapeutin selber ist Solar und dann haben wir also diese Frau zusammen mit noch jemandem ausgetestet und dann hat sich das richtig zunehmend rauskristallisiert, dass die Lunar ist, weil wir drei anderen Lunaren, wir haben ja mitgemacht und dann ist die so aufgeblüht, weil sie dann das gespiegelt bekommen hat von uns. Einfach dieses So-Sein in so einem, oh, es geht gar nicht darum, ich muss was können und wissen und jetzt irgendwie richtig sein oder ich soll sowas machen oder ich soll das machen, sondern, ach, wir machen jetzt hier einfach. Und dann hat man richtig gemerkt, wie die in diesem Lunaren aufgeblüht ist. Und da haben wir natürlich dann, auch die anderen Tests waren dann so, dass sie lunar war. Und die Therapeutin hat uns jetzt berichtet, dass die Frau jetzt ganz tolle Fortschritte gemacht hat, weil sie jetzt das So-Sein mal erfahren hat, dieses lunare So-Sein, dass sie einfach das so darf und kann sich jetzt noch besser auf die Arbeit einlassen. Interessant. Ja. Und das konnte ihr jetzt die solare Therapeutin nicht spiegeln. Ah, ja. Die konnte sie zwar sagen, konnte sagen, ja, als Lunare musst du so und so, aber sie hat es nicht als lebendiges Modell gehabt. Und das ist, finde ich, schon immer ganz wichtig, dass man das auch so als lebendiges Modell mal so gespiegelt kriegt, dass das nichts Klischeehaftes ist, sondern das ist ein lebendiges So-Sein. Ja. Interessant. Ja. Ja, Hildegard, du hast uns eine ganze Menge erzählt jetzt über die Atemtypenlehre, was sehr interessant, auch für mich sehr interessant. Ich meine, ich habe mich schon mal damit befasst, aber ich habe es auch jetzt nicht studiert oder nicht gelernt, und aber mich schon damit befasst. Gut, da danke ich dir mal ganz herzlich dafür. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen so zu unserem Gespräch. Was hast du denn noch beruflich vor? Gibt es da noch irgendwas, was du gerne machen möchtest? Nein, also ich finde schon ganz gut diese praktische Arbeit, die ich mache. Ich würde vielleicht gerne mehr auch im Workshop-Bereich machen, da mache ich eigentlich noch ziemlich wenig. Und vielleicht auch mal doch ein Buch schreiben, weil ich weiß jetzt sehr viel und ich merke immer wieder, dass die bisherigen Bücher für mich zu klischeehaft sind und vielleicht gibt es eine Art, das nochmal anders auszudrücken oder noch differenzierter. Na, dann ran an die Feder. Ja, aber ja, da kommen die großen Abers. Ja. Also alles, was man schreibt, erscheint mir, oder was ich schreibe, erscheint mir in dem Moment schon wieder nicht komplex genug. Also es ist ja auch so, das Leben kann man nicht beschreiben. Im Prinzip, das Leben ist da und du kannst es erfahren. Aber trotzdem, vielleicht mache ich das trotzdem. Alles. Ermutige dich dazu. Werde anfangen. Ja, tu das. Genau. Das ist doch ein schöner Plan für die Zukunft. Ja, genau. Was machst du denn sonst noch in deinem Privatleben, wenn du nicht unterrichtest oder dich mit Atemlehre beschäftigst? Ja, also dadurch, dass man ja, das kennst du sicher auch als freiberuflich, hat man eigentlich nie frei. Das ist das Blöde eigentlich. Man müsste sich extra frei nehmen. Das heißt, man ist immer am Denken, wie könnte ich jetzt noch andere Schüler bekommen oder mehr Schüler oder was könnte ich noch mehr bieten. Ich lese natürlich viel so Fachliteratur, eben alles, was über Stimme, Atem, Körper
ist, ich beobachte Menschen und immer, wenn ich zum Beispiel, ich schaue gerne Sendungen im Fernsehen an Talkshows, dann schaue ich, wie sprechen die, und dann gucke ich wieder, was ich Neues über die Atemtypen lernen kann. Mhm. Also ich bin eigentlich ständig am Lernen und am, ich bin ein Lernender, ein Suchender, eigentlich egal, oder? Ich denke, das ist, da können wir gar nicht aus der Haut raus. Nee. Und deswegen mag ich aber dann ganz gern manchmal so banale Entspannungen, die einfach im Fernsehen mal einen Krimi anschauen. Genau. Tatort zum Beispiel finde ich super. Oder gerne auch so Talkshows mit interessanten Gästen, Interessantes aus anderen Lebensbereichen zu hören. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, finde ich auch spannend. Ja. Und auch Politik, soziale Gerechtigkeit, also diese ganzen Themen, die uns jetzt umtreiben, finde ich auch wichtig, dass man sich damit befasst. Ja, und, richtig. Dass die einen berühren. Aber ich versuche immer das Gute, also das Positive zu sehen, möglichst, und nicht nur die schwarzen Aspekte des Lebens. Welches Buch liest du denn gerade? Ein ganz altes Buch aus dem Jahr 76, nämlich von Erich Fromm, Haben oder Sein. Ah, das kennst du wahrscheinlich schon. Und was ich da ganz toll fand, jetzt gerade im Bereich auf Wissen bezogen, weil es geht ja hier immer um Wissen, Wissen über Atemtypen oder Wissen über das Singen und so weiter. Er hat gesagt, also es gibt Wissen haben und wissend sein. Also diesen Gegensatz beschreibt er. Wissen haben ist was, wenn ich gesichertes Wissen über etwas habe, das ich dann anwende. Und das Ziel ist es dann immer mehr und mehr und mehr Wissen zu haben. Mhm. Und wissend sein bedeutet, dass ich tiefes Wissen über etwas erfahren habe und dass Nichtwissen genauso wichtig ist wie Wissen. Und das stelle ich immer wieder fest, dass ich zum Beispiel im Gesangsunterricht oder auch beim Singen, sage ich ganz oft den Schülern, alles, was du weißt über das Singen, das ist so viel. Ich zeige jetzt ein kleines Kästchen von ungefähr 20 mal 20 Zentimeter. Das ist das Wissen, und das Nichtwissen ist ein riesiger Raum, aus dem wir eigentlich schöpfen und auch in der Kunst zum Beispiel schöpfen. Und das ist eigentlich das, was meine Philosophie eigentlich ist. Also, dass dieses Wissendsein und das immer tieferes Wissen erwerben das Wichtige ist und nicht dieses Wissen haben. Ich kann ganz viel wissen, aber damit nichts anfangen können oder es nicht erfahren, nicht zulassen. Mhm. Aber wenn ich wissend bin und dieses Wissendsein habe, dann nutzt mir das alles, was ich nicht weiß, auch, weil daraus kann ich auch schöpfen. Ja, man schöpft ja sowieso. Ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Technisches im Grunde gesprochen. Und ich habe ja immer versucht zu sagen, dass es nicht technisch ist. Das ist eben immer ein bisschen Wissen sein. Es ist ja auch in einem drin. Ja, genau. Aber die Stimme an sich oder das Singen oder Gesang, das kommt ja aus einem solchen, also einer solchen Fülle im Grunde, die mit dem Körperlichen zwar schon zu tun hat, natürlich, daraus wird sie gebildet, aber das, was wirklich in der Stimme ist, das ist ja mitten in uns drin. Ja, und der Körper ist ja nur das Gefäß. Ganz also genau. Ich würde sagen, die Stimme kommt einfach, ich habe manchmal gesagt, vom Universum, oder irgendwie kriege ich das und das geht durch mich durch, wenn es optimal ist. Mhm. Also es geht wie durch ein Gefäß durch und erreicht dann direkt halt durch die Menschen. Den Körper, wie soll ich dann lautfähig gemacht? Genau, absolut, weil muss ja eine Hardware, muss ich auch haben. Ich kann ja nicht. Sonst ist die beste Software nichts. So ist es. Genau, und wir optimieren einfach die Hardware, denke ich mal. Also in unserer jeder Gesangspädagoge optimiert in erster Linie die Hardware, weil damit das, was man sonst hat, obwohl ich schon manchmal denke, also ich muss sehr oft immer mit den Leuten arbeiten daran, dass ich sage, bitte, jetzt sing nicht nur Note für Note oder sonst, schau mal, was da steht. Ja. Interpretiere einfach mal den Text für dich. Die gehen überhaupt nicht auf den Text ein. Das muss ich ihnen erst einmal wirklich eintrichtern. Das habe ich in der Schauspielschule gehabt. Die haben einen Song gesungen und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Was willst du jetzt damit? Ja, jetzt habe ich doch das gesungen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube dir kein Wort, weil du kannst auch das Telefonbuch singen. Du musst das meinen, was du da singst. Was ist das? Ja, das steht doch da. Und dann sage ich, nee, das steht da nicht. Das sind Worthülsen. Ja. Du musst es für dich empfinden, du musst uns ein Bild davon geben. Gesagt, dass, in dem Zuhörer muss doch ein Bild entstehen. Ja, oder ein Gefühl, er muss eine Gänsehaut bekommen, oder er muss weinen oder muss lachen, muss in Resonanz geraten, und das kann ich doch nicht, wenn ich einfach sage, ich liebe dich. Irgendwie so. Ja, wirklich. Genau. Aber gut, da muss man halt die Leute auch draufbringen. Ja, natürlich. Die sind auch mit so viel anderen beschäftigt. Ja, und manche haben halt auch diese Gabe und manche haben sie nicht so. Richtig.
Und da geht man halt ganz charismatischen Redner, den du hörst und dem du an den Lippen glaubst. Ja. Aber es gibt eben auch dafür Leitfäden, wie man so werden kann. Es ist ja nicht nur eine Sache der Begabung. Nee, einfach die Sache der inneren Einstellung. Was lasse ich zu? Ja, genau, der inneren Einstellung und auch so einer Lebendigkeit. Begebe ich mich in ein Risiko, dass Leute vielleicht meine Gefühle spüren? Ja, oft auch ein Punkt. Ja, dass ich Fehler machen darf oder so, dass man auch spüren kann, dass ich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen aufgeregt bin oder eher, dass ich mich öffne, um überhaupt erstmal was zu bekommen und dann auch was zu geben. Ja, okay, also, aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Ja, könnte man wieder stundenlang... Philosophieren. Wir sind bei den Büchern. Was liest du denn sonst? Oder kannst du unseren Zuhörern was empfehlen? Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Das weiß ich schon so, nur nicht die genauen Titel. Das eine heißt, hat mit den Atemtypen zu tun, Yoga und Atemtypen. Ah ja, ich glaube, ich habe es da aufgeschrieben. Und das ist von Anna Trökes und Margarete Seid. Das ist ein Buch, was eigentlich die Atemtypen ganz gut beschreibt. Allerdings eher bezogen auf Haltungen. Also das ist auch dann auf Yoga ausgerichtet und die alle Yoga-Haltungen werden für Ausatmer und Einatmer so beschrieben. Mhm. Und es ist aber eben nicht so dogmatisch, sondern es sind immer so eigene Beobachtungen und man arbeitet halt verschiedene Parameter oder Punkte ab, wo man selber beobachten soll, was passiert, wenn ich das und das und das ausprobiere. Mhm. Wie komme ich dann in der Yoga-Haltung besser in meinen Atemtyp? Mhm. Und das andere heißt... Die Stimme, genau, von Bernhard Richter. Das ist ein Arzt, also ein Stimmforscher und auch Sänger. Mhm. Und das ist ein ganz, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Das ist ein ganz guter Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Forschung und über Gesangspädagogik, Gesangstechnik und die Stimme. Also wer sich einfach generell für das Thema interessiert, finde ich einen ganz guten Hinweis. Das ist auch nicht so wahnsinnig dick. Es ist gut geschrieben, man kann es gut lesen und dann hat man einfach so eine Rundumsicht über das, was da alles mit reinfließen soll. Ja, gibt jetzt einige neue Sachen, die ganz interessant sind, neue Bücher. Ja, kannst du ja mal nachher dann nochmal die Titel sagen, weil ich bin ja auch immer scharf auf neue Literatur. Ja, genau. Hildegard, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für dieses ausführliche und schöne Gespräch und jetzt zu meiner letzten Frage, die alle meine Interviewpartner gestellt bekommen. Hast du einen Leitsatz, der dir in deinem Leben schon geholfen hat oder der für dich ganz wichtig ist? Ja, habe ich. Der steht auch auf meiner Homepage. Das ist ein längerer Leitsatz, darum lese ich ihn jetzt mal. Die menschliche Stimme ist das faszinierendste, vielseitigste und ursprünglichste Musikinstrument. Der Sänger ist gleichzeitig sein Baumeister und sein Spieler. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich menschliche Stimmen klingen können und wie unterschiedlich die Schlüssel sein müssen, mit denen man sie erschließen kann. Ein langer Leitsatz, aber ein sehr schöner Leitsatz. Ja. Weißt, ich bin immer komplex unterwegs. Einfach geht da nichts. Aber es war jetzt ein sehr schönes und ich glaube auch für unsere Hörer ein sehr aufschlussreiches Gespräch, was es jetzt mit dieser Atemtypuslehre auf sich hat. Gut, natürlich über jetzt Schallwellen kann man es ein bisschen schlecht erklären, aber ich glaube, du hast es sehr, sehr gut rübergebracht, sodass die viel Input davon bekommen haben. Ich hoffe sehr. Gell, lieber Hörer und liebe Hörerin. Genau, auf jeden Fall, dass es nichts ist, wovor man Angst haben muss. Nein, es ist nicht. Ja, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal und wünsche dir jetzt viel Erfolg noch mit deinen Schülern, mit dieser Atemtypuslehre auf weitere viele schöne Jahre mit damit. Dankeschön. Ja. So, damit wären wir am Ende dieses schönen Interviews. Ich wünsche dir wieder eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche am nächsten Dienstag. Bleib gesund, bis dahin, deine Beatrice. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE. Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.